Ja, ich begrüße euch zu einem kleinen neuen Let's Test. Das Spiel nennt sich nämlich Cat Lateral Damage. Eine schöne kleine Alpha-Version dieses Spiels kann man sich kostenlos im Internet runterladen. Ist ganz aktuell 2014 Chris Chung. Was man denn hier machen darf? Ja, also, wie man schon im Titel sehen kann, es geht um Katzen. Und ihr seht ja hier diesen wunderschönen Raum, dessen Grafik ja ein klein wenig an dieses eine Spiel namens 13 in römischen Ziffern erinnern könnte. Ich weiß nicht, ob das Spiel 13 hieß. Auf jeden Fall ja, wir sind im Körper einer Katze und diesen Raum dürfen wir kaputt machen. Wir sind ja schließlich eine Katze. Eine Katze macht schließlich alles, was sie will. Ja? Wir haben hier drei Optionen. Wir haben eine Time Attack. Wir können innerhalb von 2 Minuten 100.000 Punkte kriegen. Time Trial 150.000 Punkte so schnell wie wir können. Und natürlich ein Freimodus. No Time Limit. Be a Cat forever. Miau, we are a cat. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen ja mal ganz Hardcore-mäßig ran und dann machen wir erstmal ein Time Attack. So, wie gesagt, wir sind die Katze. Müssen alles umwerfen. Was geht? So, wir können auch springen. Das geht ganz gut. Alles weg hier. Ah, ich bin eine Katze. Alles runter hier. Den ganzen Lumbatsch. Brauch kein Schwein hier. Wir können es auch wegschieben hier. Das geht auch. Das muss nämlich alles auf den Boden gelangen. Sonst gibt es keine Punkte, weil wir sind ja eine Katze. Eine Katze muss so denken. So, buck, 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 buck. So, wir können auch sprinten und springen, das geht auch. Was haben wir denn hier so Feines? Schuhe, was suchen die ja eigentlich? Übrigens, ich glaube, da wird es auch keinen Hausbesitzer geben, weil, ja, man weiß nicht, wem dieses Haus hier gehört. Da war eine. Ja, eine Nintendo-Konsole, viel zu alt, das muss weg hier. Ja. Bücher, Bücher, ich hasse Bücher. Ein Dreieck, was ist das überhaupt? Ein Bookend. Ach so, ein Bookend, es war das. So, deine Schuh kann noch runter. So, miau, ich bin eine Katze. So, schnell mal hier hoch, die Katze, nicht die Katze, die Pflanze umwerfen. Ja, ein schöner Fernseher. Mau, 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 ein schöner Fernseher. Der muss auch runter. Mist. Ich bin eine doofe Katze. Ich muss alles umwerfen. Die ganzen DVDs, die ganzen Schmuddi-Hefte, die Nintendo-Konsole muss alles weg. Warum der einen Flachbildfernseher und dafür noch eine Nintendo-Konsole hat, das ist mir ein Rätsel. Ich glaube, die Hunderttausende schaffen wir nicht. So viel ist sicher. Da komme ich mit der Steuerung da noch nicht sehr gut zurecht. So gut wie hier alles umwerfen, aber wir können die Punktzahl nicht erreichen. Naja, da müsste ich auch die Steuerung zu gut kennen. Alles runter hier, alles runter hier. DVDs. Yeah. Aber wir hätten es fast geschafft. 71.000 Punkte. Ah, schade. Haben wir dann wohl doch nicht geschafft. Aber ich will euch ja nicht zu kurz hier behalten. Wir können ja nochmal Time Trial probieren. Mal gucken, was wir alles umschmeißen können. Innerhalb welcher Zeit, um 150.000 Punkte zu bekommen. Wir können dann nämlich alles mal erforschen. So, alles runter hier. Wir können noch einiges mal runterwerfen. Hier hinten liegt die Fernbedienung und da drüben ist der Fernseher. Das macht ja Sinn. So. Ich muss auch mal bedenken, dass ich auch alles mal hier runterwerfen muss. Das muss ich ja auch bedenken. So, alles runter hier. Alles weg, was keine Miete zahlt. Der Mülleimer kann weg. Weg damit. So. Und hoch hier. Hui. Alles runter hier. Alles runter. Miau, ich bin eine doofe Katze. Alles muss runter hier. Hui. Auf den Schrank. Nein, ich hab's nicht geschafft. So, runter hier. So, wir brauchen schon 1 Minute für lächerliche 4.000 Punkte. Das ist eine schlechte Katze, die ist nicht böse genug. Oh, der Fernseher ist aber ganz schön weit geflogen. So, alles runter hier. Das sind, glaube ich, Cartridges, oder? Warte mal, wenn ich das umwerfe, das ist eine DVD. Was ist das? Na komm. Wir können es ja mal genauer erforschen. Wir sehen es ja unten, was wir da wegwerfen. Ein Game Controller. Das sind DVDs, das sehe ich hier. Aber was ist das hier? Das sieht doch aus wie ein Cartridge. Genau, Game Cartridge. Wird doch alles schön markiert, was wir hier alles umwerfen. Denn wir sind ja eine Katze. Was ist das hier eigentlich? Das sind
schöne Figuren, muss ich sagen. Wie gesagt, auf jeden Fall kostenlos. Ihr könnt es gerne mal probieren. Hui! Da könnt ihr selber mal Katze spielen. Alles runter hier. Ja. Ja, der Besitzer, den ich hier nicht sehen will, den können wir auch gar nicht sehen. Wir haben übrigens auch eine schöne Landschaft draußen, einen schönen Wald. Denn da draußen ist nämlich das Horrorspiel-Verlies. Das kennt man ja. So, ich will da hoch, aber ich komme nicht hoch. Verdammt. Wie gesagt, mit der Steuerung komme ich ja noch nicht so richtig zurecht. Aber wie gesagt, dafür habt ihr ja einen ersten Eindruck dieses kostenlosen Meisterwerks. Weil ihr könnt eine Katze spielen und alles, was mit Katzen zu tun hat, ist awesome. Wenn man mal bedenkt, wie das Internet voll mit Katzen ist. Ah, ein Roboter, den braucht man nicht. Toy Robot. Wir haben auch unendlich Leben, wir können umfallen, wie wir wollen. Wir können so schlecht spielen, wie wir wollen. Wir sind ja... Na, spring doch mal. So. Wir sind ja eine Katze. Wir müssen alles umwerfen. So, Joystick, DVDs, alles hier. Game Controller braucht kein Schwein. Das sieht viel zu scheiße aus. Da hat kein Kabel. Das ist kaputt. So, wir gehen jetzt mal durch die Tür. Hier haben wir nämlich noch eine schöne Tür. Die Tür können wir auch umwerfen. Ja, Tür. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Und natürlich hier oben die schöne, teure Pflanze kaputt machen. Ja, geht natürlich schön auseinander in einer Wolke. Man kann oben in der Ecke erkennen, dass das eine Alpha ist. Also sie sagt, noch ein sehr früher Entwicklungsstadium. Und da oben, ja, ich glaube, das ist sicherlich die Katze des Entwicklers. Das Bild da oben. So. Ja, was der Besitzer wohl gemacht hätte, wenn die Wohnung da kaputt gemacht hätte. Hier haben wir noch eine Tür. Können wir da auch rein? Nein, durch die Tür können wir leider nicht rein. Jip. Jip. Durch die Tür können wir leider auch nicht durch. Das habe ich schon vorher getestet. So, wo können wir denn eigentlich noch drauf? Da oben möchte ich ganz gerne drauf, aber das kriegen wir scheinbar nicht hin. Auf jeden Fall sieht die Wohnung jetzt total gut aus. Schön sortiert vor allen Dingen. Da kann man endlich mal den... Oh, ich bin in einer Mülltonne. Hier möchte ich gerne bleiben. Katzen bleiben ja gewöhnlicherweise in dunklen Ecken. Also ihr braucht denen keine Decke zu kaufen. Es reicht, wenn ihr Paket bei Amazon bestellt, dann legen die sich automatisch rein. Weil die lieben Kisten. Fragt nicht wieso, das sind Katzen. Die Logik von Katzen muss man nicht verstehen. So, wir gucken erstmal ein bisschen schön aus dem Fenster und denken uns nichts dabei, wenn der Besitzer hier wieder heimkommt. Ja. Nein, das haben wir nicht kaputt gemacht. Da ist noch eine Nintendo-Konsole, die müssen wir kaputt machen. So, wir haben aber immer noch keine 100.000 Punkte erreicht. Ja. Upsala. Nein, wir sind hinter Paketen gefangen. Hoch hier. So, da haben wir noch ein bisschen Zeugs. Runter hier. Bücher, Bücher. Ich brauche keine Bücher. Bücher sind scheiße. Schuhe. Braucht kein Schwein. Eckige Schuhe. Ja. Wir haben leider immer noch keine 100.000 Punkte. Das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Challenge, da 100.000 Punkte zu schaffen. Aber so wie ich hier steuere, geht das auf gar keinen Fall. Da muss man echt ein bisschen sich da konzentrieren. Ich hoffe, man hört da auch die mechanische Tastatur nicht so laut. Sonst kann ich da ja mal was beim Audiobearbeitungsprogramm machen. So, wir exiten hier mal. Wir haben auch ein Optionmenü. Sensitivity und Field of View haben wir natürlich auch. Wie sieht denn das eigentlich bei 110 aus? Das möchte ich mir mal anschauen. Im Free-Mode, damit nehme ich keine Punktzahl. Sieht ein bisschen durcheinander aus. Wir können uns auch gerne mal die Wohnung im ordnungsgemäßen Zustand anschauen, was man hier alles umwerfen kann. Ja, der hat hier ein Bett. Also sieht fast so aus wie ein größeres WG-Zimmer. Ja, wie der sich Essen macht, weiß ich ja leider nicht. Der hat ja leider keine Küche oder sowas. Mit Küchengegenständen wäre das noch richtig cool gewesen. Aber wie gesagt, guckt mal oben in die Ecke, das ist eine Alpha. Für eine Alpha sieht das doch schon eigentlich ganz gut aus. Braucht ja keine grafischen Kulinessen und sowas zu haben. Selbst so ein Grafikstil kann ja schon mal gefallen. Das tut jeden Rechner gut. So,
Damit habe ich schon mal das Spiel ausführlich für euch mal ausprobiert. Könnt es gerne runterladen. Ich haue den Download-Link gerne unten in die Beschreibung hinein, wenn ihr euch mal selber daran rumprobieren wollt. Übrigens, die schwarze Schrift da unten kann man im dunklen Bereich sehr gut lesen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Kepo. Tschüssi.